Moin, ich bin Gisela, ich arbeite für die Stiftung Ausgleich Altenwerder und ich habe heute eine richtig schöne Nachricht für euch. Die Kiebitzküken sind geschlüpft. Und zwar habt ihr das vielleicht mitgekriegt, dass wir in Wilhelmsburg in diesem Jahr versucht haben, möglichst viele Kiebitze zu schützen. Und das hat richtig gut geklappt. Wir haben zusammen mit Freiwilligen vom BUND aus insgesamt 11 Kiebitznester sozusagen finden können, wo die sind. Und da sind schon an 6 Nestern die Kiebitze geschlüpft und bei den anderen erwarten wir das absehbar, dass die kommen. Die Behörde war mit dabei, die Landwirte haben mitgespielt, wir haben alle miteinander gesprochen und dann, wie gesagt, haben die Freiwilligen Nester gefunden und wir konnten die markieren und die Landwirte haben sozusagen die Nester bei der Bearbeitung verschont. Und das Geschenk und das Resultat ist, dass da diese ganzen vielen kleinen Kiebitzküken jetzt rumlaufen. Und ja, das ist einfach eine super gute Nachricht. Wir haben natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, das Wetter war extrem nass in diesem Winter. Das heißt, viele Flächen waren einfach super gut vorbereitet für den Kiebitz und all das zusammen führt dazu, dass wir jetzt viele kleine Küken haben. Kiebitze sind einfach bei uns seltener geworden, die Lebensräume sind weniger geworden. Wir haben in Hamburg das Problem, dass Lebensräume überbaut werden, konkret mit Baugebieten, Industriegebieten, Straßen. Auch die Landwirtschaft ist intensiver geworden, Flächen werden entwässert und da schrumpft der Lebensraum der Kiebitze immer stärker. Und deutschlandweit sind in den letzten 30 Jahren 88% der Kiebitze weg. Also wir haben wirklich starke Verluste. Und in Hamburg haben wir höchstens noch 300 Brutpaare vom Kiebitz. Also Kiebitzküken schlüpfen aus dem Ei und dann laufen sofort los. Und die werden von den Eltern begleitet. Die Eltern stehen immer so an der Seite und man sieht die irgendwo immer am Rand stehen. Und irgendwo wuscheln die kleinen Puschel rum. Und das ist wirklich sozusagen ein bisschen so der Kindergarten. Aber die Küken müssen vom ersten Tag an selber lospickern. Also für dieses Jahr haben wir mit den Freiwilligen vom BUND das geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben möglichst viele Kiebitze gefunden und damit auch gesichert. Was toll wäre, wenn wir im nächsten Jahr wieder Leute finden, die mitkommen, die in Wilhelmsburg, wo wir das Projekt machen, Kiebitze suchen, da in diesem Jahr 11 Paare gebrütet haben, gibt es wahrscheinlich nächstes Jahr auch mehr zu tun. Insofern freuen wir uns über Unterstützung im nächsten Jahr.